Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gespräche zwischen Tollkollekt und der Bundesregierung über die Lkw-Maut sind gescheitert. Nach den Marathonverhandlungen in der vergangenen Nacht brachte Bundesverkehrsminister Stolpe die Kündigung auf den Weg. Das Konsortium, so Stolpe, habe sich bei Haftung und Schadenersatz nicht genügend bewegt. Jetzt soll erst einmal die Eurovignette wieder eingeführt werden. Bundeskanzler Schröder stellte sich vor den Minister und gab der Industrie die Schuld am Scheitern der bisherigen Mautpläne. In der Nacht war die Richtung noch nicht klar. Am Morgen dann die Entscheidung. Der gemeinsame Weg mit Tollkollekt führt nicht weiter. Von einer Sackgasse ist die Rede. Der Vorschlag, der sich dann herauskristallisierte, ist unbefriedigend gewesen. Es war auch in dem Schlussgespräch nicht erkennbar, dass an den Hauptknackpunkten Bereitschaft gewesen ist. Die Partner waren wohl interessiert, das Gespräch noch fortzusetzen, nach einer kleinen Verschnaufpause ihrerseits. Aber wir hatten das Gefühl, hier ist keine Klarheit zu erreichen. Tollkollekt habe zu viele Änderungen und Absicherungen zu Lasten des Bundes erwartet. Nun wird die Kündigung eingeleitet. Über die bisherigen Ausfälle muss ein Schiedsgericht entscheiden. Derweil will Stolpe eine Maut-Neuausschreibung vorbereiten. Und weil das dauert, als Übergangslösung die Wiedereinführung der Vignette. Die käme frühestens in 6 Monaten und würde nur 40 Millionen monatlich bringen. Mit 180 Millionen Euro hatte man bei der Maut gerechnet. Ein Mautsystem an sich soll deshalb nicht Geschichte sein. Das bleibt dabei. Wir brauchen eine Lkw-Maut in Deutschland, weil wir auf Sicht auch die Finanzierung der Verkehrswege durch Schwerlastnutzer benötigen. Rückendeckung für Stolpe vom Chef. Der Minister habe richtig gehandelt. Personelle Konsequenzen seien kein Thema. Das ist nicht gescheitert an der Politik, das muss man mal sehr deutlich sagen, sondern gescheitert an den technologischen Schwierigkeiten, die Unternehmen zu verantworten haben, die das Konsortium zu verantworten hat. Von den Betreibern heute keine Stellungnahme. Hinter den Kulissen heißt es, die Entscheidung des Ministers am Morgen habe Tollkollekt überrascht. Noch haben die Betreiber 2 Monate Zeit, um nachzubessern. Das sieht das Kündigungsverfahren so vor. Die Tür sei im Interesse des Standorts Deutschland noch nicht endgültig zu, sagt Stolpe. Das Konsortium will nun prüfen, wie weit man die Verhandlungstür noch mal aufbekommt. Die Opposition wirft Stolpe Versagen auf ganzer Linie vor. Eines der wichtigsten Prestigeprojekte sei gegen die Wand gefahren worden. Mit scharfer Kritik an beiden Verhandlungspartnern reagierten Wirtschaftsverbände und Spediteure. Die Verkehrsminister der Länder fürchten angesichts der Einnahmeausfälle vor allem um wichtige Infrastrukturprojekte. Rheinland-Pfalz strebt eine Sondersitzung der Ressortchefs in der kommenden Woche an. Ein fatales Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland, so kommentierte CDU-Chefin Merkel die Mautkündigung. Schuld habe vor allem die Bundesregierung, die einen schlechten Vertrag abgeschlossen habe. Ich glaube, dass es viel zu einfach ist, wenn die Bundesregierung und der Bundeskanzler versuchen, die Schuld hier einseitig der Wirtschaft zuzuschieben. Es ist auch und in ganz besonderer Weise ein Versagen der Politik. So sieht es auch die FDP, die einen Untersuchungsausschuss fordert, darin aber von der Union nicht unterstützt wird. Kritik aber auch an Tollkollekt. Der Imageschaden, den wir in Deutschland haben, ist gar nicht abzumessen und einzuschätzen. Man wird sich draußen über Deutschland kaputt lachen. Wir waren früher stark in Systemführerschaft. Wir kriegen das offensichtlich nicht hin. Sauer sind auch die Spediteure. Die Abrechnungsgeräte, die sogenannten Onboard-Units, seien unnötig eingebaut worden. Jetzt müsse ein einfacheres System kommen. Das Tollkollekt-System hat dazu geführt, dass meistens die Onboard-Units nicht gingen und teilweise sogar die Bordelektronik derart gestört haben oder die Batterien geleert haben, dass unsere Fahrzeuge stehen geblieben sind. Eine solche Elektronik kann man sich in einem Entwicklungsland, aber nicht in Deutschland leisten. Die 2-Monats-Frist sollte dagegen genutzt werden, um das System von Tollkollekt doch noch zu retten. So zumindest die Mahnung des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Vielleicht sollte Tollkollekt noch einmal sich hinsetzen und durchrechnen und ein Modell vorschlagen, was für den Verkehrsminister machbar ist, wenn er wiederum auch genügend Flexibilität aufbringt und nicht dem Druck nachgibt, nun unbedingt eine Vollhaftung zu verhandeln. Doch auch der BDI sieht in jedem Fall einen Imageschaden für die deutsche Wirtschaft.
Mehr zum Thema Maut heute Abend auch im ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus um 21.55 Uhr. Die Bundesregierung drängt darauf, die Wirtschaft der Europäischen Union wettbewerbsfähiger zu machen und die EU stärker auf Zukunftsfelder auszurichten. Dies könnte sich auch in der Kommission widerspiegeln, sagte Bundeskanzler Schröder in Berlin. Zu Berichten über deutsche Pläne für einen Superkommissar nahm er nicht direkt Stellung. Die im Herbst anstehende Neuaufteilung der Ressorts sei Sache des künftigen Kommissionspräsidenten. Beim Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Spidla heute im Kanzleramt war die Neuorganisation der EU-Kommission offensichtlich kein Thema. Spidla jedenfalls erfuhr von den deutschen Überlegungen, einen Superkommissar für Industriepolitik zu schaffen, erst auf der Pressekonferenz. Dort hatte der Kanzler sich für die Stärkung von Zukunftsfeldern wie eben Industriepolitik ausgesprochen. Dass es unter Umständen sinnvoll sein kann, dafür dann auch Verantwortliche festzumachen in der Kommission selber, das will ich gar nicht bestreiten. Allerdings, so gab der Kanzler zu, sei die Aufteilung der Ressorts in der Kommission Sache des neuen Kommissionspräsidenten. In Brüssel stießen die Pläne auf Skepsis. Man habe bereits einen starken Kommissar für Wirtschaftspolitik und die Gleichberechtigung der Kommissare ist und bleibt wichtiges Prinzip für die Arbeit der Kommission. Das hält sie funktionsfähig. Skepsis auch beim heutigen Gast im Kanzleramt, deutliche Ablehnung dagegen bei der politischen Opposition. Meiner Meinung nach ist es eine Frage, welche man diskutieren kann. Ein Superminister wird erstens von den anderen nicht akzeptiert und zweitens hat er auf den wesentlichen Gebieten, auf die es ankommt, gar keine Kompetenzen. Um den möglichen Superkommissar und die stärkere Ausrichtung der EU auf die wirtschaftlichen Zukunftsfelder wird es auch morgen hier in Berlin beim deutsch-französisch-britischen Gipfel gehen. Ob die Pläne der drei bei den anderen und künftigen EU-Mitgliedern allerdings mehrheitsfähig sind, ist fraglich. In Italien stößt der Dreiergipfel in Berlin auf scharfe Kritik. Regierungschef Berlusconi betonte, Europa brauche kein Direktorium. Dies werde auch von fast allen anderen europäischen Ländern so gesehen. Ablehnend äußerte sich auch Außenminister Frattini. Der Gipfel entspringe nationalen Interessen, sagte er der Zeitung La Repubblica. Eine Gruppe dürfe sich nicht an die Spitze setzen und für andere mitentscheiden. Im Streit um die in drei Tagen geplante Parlamentswahl in Iran formiert sich verstärkt Widerstand. Friedensnobelpreisträgerin Ebadi hat angekündigt, die Abstimmung zu boykottieren. Damit will sie dagegen protestieren, dass der konservative Wächterrat mehr als 2000 reformorientierte Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen hat. In einem offenen Brief kritisierten Abgeordnete des Reformlagers die Rolle des obersten geistlichen Führers Khamenei. Konservative haben den Kampf um eine hohe Wahlbeteiligung inzwischen zum heiligen Krieg erklärt. Doch die Broschüren lassen sich nur schwer unter die Leute bringen. Warum dieser heilige Krieg nicht richtig klappt, dafür gibt es nun in scharfen Worten eine offizielle Begründung. Die ausländischen Medien und andere Extremisten, sagt dieser Parteiführer wörtlich, die verbreiten überall einseitige Propaganda. Deshalb nehmen sogar Politiker im Ausland inzwischen gegen uns Stellung. In weiten Teilen Teherans scheinen die Konservativen den Wahlkampf schon aufgegeben. So wenig Wahlwerbung war noch nie. Manche Beobachter rechnen sogar mit weniger als 20% Wahlbeteiligung in Teheran. Die sollen doch die Menschen nicht auffordern, die zu wählen, die sie selbst schon ausgesucht haben. Wahlen sollten frei sein. Diese Wahlen haben absolut keinen Sinn. Sie werden am Freitag am Wahltag sehen, was das heißt. Die Reformer bei ihrer letzten Protestversammlung in diesem Wahlkampf. Sie warnen den religiösen Führer und die Konservativen noch einmal in einem offenen Brief nachdrücklich. Wer den Willen des Volkes dauernd ignoriere, der gefährde die Stabilität des ganzen Landes. Wir wollen die Menschen aufrütteln, was für eine dunkle Politik hier getrieben wird. Ich glaube, wir waren erfolgreich. Warten Sie bis zum Freitag. Diese Wahlen sind nicht akzeptabel. Der iranische Geheimdienst hat inzwischen reformorientierte Abgeordnete zu Befragungen vorgeladen. Sie hätten Studenten zum Wahlboykott aufgerufen. Das gilt inzwischen hier offiziell als kriminelle Handlung. Strafverfahren gegen Abgeordnete und auch das Verbot der Reformerpartei sind nach den Wahlen nicht mehr ausgeschlossen.
In Haiti haben die Aufständischen die strategisch wichtige Stadt Inche erobert. Damit ist die Hauptstadt Port-au-Prince vom Norden des Landes abgeschnitten. Präsident Aristide bat das Ausland um Hilfe und sprach von Terrorismus. In Gonaïves traf inzwischen ein Hilfskonvoi des Internationalen Roten Komitees vom Roten Kreuz ein. Die von Rebellen besetzte Stadt soll vor allem mit Medikamenten versorgt werden. Mit dem Transport kamen auch Ärzte, um Verletzte zu behandeln. Der französische Außenminister de Villepin kündigte an, Frankreich wolle die Entsendung einer internationalen Friedenstruppe prüfen. Bundeskanzler Schröder hat sich zum ersten Mal mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Kurey getroffen. Sie sprachen über eine Wiederaufnahme des Nahostfriedensprozesses. Schröder rief Palästinenser und Israelis auf, den internationalen Friedensplan, die sogenannte Roadmap, umzusetzen. Der Friedensprozess könne nur durch direkte Gespräche wieder in Gang kommen. Kurey stellte ein baldiges Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Sharon in Aussicht. Dafür sollten Unterhändler noch in dieser Woche eine Tagesordnung festlegen. Nach jahrelangem Streit hat das Bundesverteidigungsministerium erstmals 5 ehemaligen DDR-Soldaten, die an Radargeräten eingesetzt waren und später an Krebs erkrankt sind, Versorgungsleistungen zuerkannt. Nach Ministeriumsangaben sind solche Zahlungen an strenge Bedingungen geknüpft. Es müsse nachgewiesen werden, dass zwischen Strahlenbelastung und Krankheit ein Zusammenhang besteht. Bei vielen der über 1000 Antragsteller sei das nicht gegeben. Rudolf Pikos hat einen der 5 Bescheide aus dem Ministerium erhalten. Der ehemalige NVA-Soldat arbeitete 13 Jahre als Funkmesstechniker an einer Radaranlage in Brandenburg. Pikos leidet an Krebs. Spätfolgen seiner Arbeit, das wurde jetzt anerkannt. Ca. 300 Euro Zusatzrente pro Monat sind ihm dafür zugesprochen worden. Jeder, der irgendwann an der Radarstation war, musste das tun, was ihm befohlen worden war. Und da kann man nicht sagen, der war drauf, der hat das alleine gemacht. Das waren Befehle, die mussten wir machen. Und wenn man darauf erkrankt worden ist, ja, da müsste man auch was dagegen tun. Ne? Circa 500 Anträge ehemaliger NVA-Soldaten werden derzeit bearbeitet. Viele Betroffene könnten nicht mit einer Zusatzrente rechnen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein Zusammenhang zwischen Erkrankung und Radargeräten sei in den meisten Fällen auszuschließen. Anwälte hingegen sind sicher, dass den jetzigen positiven Bescheiden weitere folgen werden. Die Mandanten sind ja sehr krank, für die zählt jeder Tag. Und jetzt nach 3 Jahren wird endgültig akzeptiert, dass es einen grundsätzlichen Zusammenhang gibt. Wir sind darüber zufrieden. Wir denken, dass auch noch eine Reihe weiterer früherer NVA-Soldaten entschädigt wird. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch über die mögliche Signalwirkung für ein Gerichtsverfahren. 60.000 Euro Schmerzensgeld pro Person, darauf haben betroffene NVA-Soldaten geklagt. Die Anwälte glauben, dass die Erfolgschancen gestiegen sind. Das Verteidigungsministerium sieht dafür keinerlei Anhaltspunkte. Betroffen ist auch Rudolf Pikos. Das Urteil wird voraussichtlich Ende März am Landgericht Frankfurt-Oder gesprochen. Die Gesundheitsreform treibt die Kosten für die Lebenshaltung in die Höhe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Teuerungsrate im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1,2%. Ohne höhere Gesundheitsausgaben wie Praxisgebühr und Zuzahlung zu Medikamenten wären es nur 0,6% gewesen. Billiger wurden dagegen Mineralöl und Pauschalreisen. Banken dürfen nicht uneingeschränkt über den Zinssatz langfristiger Sparverträge entscheiden. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes müssen Sparverträge für den Kunden zumindest bedingt kalkulierbar sein. Klauseln, die der Bank ein pauschales Recht zur Anpassung des Zinssatzes einräumen, erklärten die Karlsruher Richter deshalb für unwirksam. Die Kriterien müssten zuvor offengelegt werden und sich an marktüblichen Bezugsgrößen orientieren. Die deutschen Sparer sind umworbene Kunden der Kreditinstitute. Im Angebot attraktive Zinskonditionen, vor allem bei langfristigen Kombisparverträgen. Diese enthalten allerdings in der Regel Zinsanpassungsklauseln. Durch Aushang wird erst am Ende des Jahres bekannt gegeben, welcher Zins tatsächlich für das Kombisparguthaben gezahlt wird. Da können Topzinsen erheblich zusammenschmelzen. Für die Verbraucherschützer ein klarer Verstoß. Die derzeitigen Klauseln haben keinerlei Anpassungskriterien. Das heißt, der Kunde ist völlig der Willkür ausgeliefert und er kann es überhaupt nicht nachkontrollieren, ob die Bank richtig anpasst. Für die Vertreter der Kreditinstitute waren sie dennoch rechtswirksam. Weil ein Zins sich auf Jahre hin nicht festlegen lässt. Er ändert sich, die Marktgegebenheiten ändern sich. Gleichwohl kippten die Bundesrichter die Zinsanpassungsklausel. Bei langfristig angelegten Sparverträgen müsse der Kunde wenigstens einigermaßen wissen, was er an Zinsen erwarten könne.
Natürlich seien auch die Interessen der Kreditinstitute zu berücksichtigen. Ihnen aber allein eine unbegrenzte Befugnis zu geben, den Zins zu ändern, das sei für Sparer unzumutbar. Das Urteil des Bundesgerichtshofs betrifft nicht nur Millionen Sparverträge, die jetzt wohl angepasst werden müssen und bei denen die Kunden besser über die Zinsentwicklung informiert werden müssen. Es dürfte auch Auswirkungen auf private Altersvorsorgeverträge haben, wie zum Beispiel die Riester-Rente, die ja auch durch langfristige Sparverträge abgesichert werden. Biathlon-Rekordweltmeister Frank Luck hört auf dem Höhepunkt seiner Karriere auf. Der 36-Jährige will, wie der Deutsche Skiverband heute mitteilte, nach dem Staffelsieg bei der WM in Oberhof vor 4 Tagen nicht mehr an den Start gehen. Er reise mit den deutschen Athleten zum Saisonfinale nach Oslo, werde dort aber nur Betreuer sein und sich von seinen Fans verabschieden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 18. Februar. In Deutschland wird es vorübergehend etwas kälter, denn zwischen einem Hoch über Irland und einem Tief, das morgen über Weißrussland liegt, gelangt kalte Luft aus Norden zu uns. Zunächst aber sorgt ein Ausläufer dieses Tiefs für Regen und Schnee in Deutschland. In der Nacht zieht das Wolkenband weiter südwärts, dabei geht der Regen auch in tiefen Lagen zum Teil in Schnee über. Allerdings sind die Mengen nicht ergiebig. Am Tag schneit es noch im Süden, an den Alpen auch länger, sonst fallen nur noch einzelne Schnee- oder Regenschauer. Später lockern die Wolken von Nordwesten her auf. In der Nacht gibt es im Nordosten noch letzte Sturmböen. Morgen weht der Nord- bis Nordwestwind schwach bis mäßig, in Böen lebt er stark auf. Nachts meist Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Rhein bleibt es etwas milder, an den Alpen mäßiger Frost. Am Tag im Osten 2 bis 4 Grad, im Westen bis 7 Grad, in Alpennähe weiter frostig. Am Donnerstag fällt im Osten und Süden noch etwas Schnee. In den übrigen Gebieten wechseln sich Wolken und Sonne ab. Der Freitag wird im ganzen Land sonnig mit nur wenigen Wolken. Am Samstag gibt es mal Sonne, mal Wolken und mit 4 bis 10 Grad wird es wieder milder.